dann. Weil ich denke, die Tür ist die Tür, die wir schon mal einmal gesehen haben. Yep. Definitiv. Dann könnten wir jetzt nämlich arge Probleme bekommen, dass wir hier nicht weiterkommen, weil wir keinen Schlüssel haben. Und ich meine, ich habe ja alle Leute durchsucht. Da muss ich vielleicht nochmal ganz von vorne anfangen, ob da irgendwo ein Schlüsselchen ist. Oder ich warte, bis sich mein Turmschlüssel regeneriert hat. Ich glaube, der regeneriert sich jeden Tag. Allerdings weiß ich nicht, ob der Turmschlüssel dann auch schon ausreicht. Weil das ist ja ein 32er Schloss und ich glaube, ich kann damit nur 25er Schlösser aufmachen. Allerdings bin ich mir da jetzt auch nicht unbedingt sicher. Was war das hier? Halle der Zentrifuge? Ja doch, hier war ich auch schon. Aber war ich da hinten auch schon? Ja doch, ich war da schon. Hm, fuck. Steht irgendwas Neues in meinem Questbuch? Nein. Ach, ich hasse es so, ein bisschen planlos durch die Gegend zu stapfen. Und wahrscheinlich ist die Lösung... Da war ich auch noch nicht. Da kann man doch bestimmt auch irgendwie hoch. Die Lösung ist bestimmt total einfach. Aber ich komme einfach nicht drauf. Oh, okay. Noch eine Schwemermünze. Nehmen wir mal mit. Papier, was... Wow, leeres Papier. Da ist nichts drin. Dann hoffe ich mal, dass das eine Tür da ist, die wir noch nicht benutzt hatten und die uns irgendwo hinführt. Ihr macht das mir zu einfach. Boah, mies. Oh. Denk immer, sie sind down. Boah, jetzt haut er mich down. Ich habe schon wieder keine Ausdauer. So. Das war's mit dir, Bösewicht. Nice! Also das öffnet mir die Tür auf jeden Fall. Ja, ich will alles mitnehmen, ist da davon. Oh, 15. Ja gut, meiner hat mehr. Tränke können wir mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Oh Mann, habe ich den jetzt rausgeschmissen? Ja. So, dann looten wir mal ein bisschen. Selbst wenn hier nicht irgendwie Schlüssel sein sollte, haben wir jetzt was, was uns ermöglicht, das Schloss zu öffnen. Aha, brauchen wir aber gar nicht. Aber ich werde da trotzdem hingehen, weil wo so ein Schloss ist, wird irgendwas von Wert versteckt. Oh, geil. Und, ja, schadet ja nie, da mal rein zu luschern. Ist hier noch was? Wow. Nice, nice. Also es läuft ja doch gar nicht so schlecht momentan, muss ich sagen. Also gefällt mir die Entwicklung. So, runter hier. Bam. Welches Level sind wir eigentlich? Wir sind erst Level 2, oder? Das ist ganz schön krass dafür, dass wir schon so viel gemacht haben. Aber das liegt höchstwahrscheinlich daran... Habe ich jetzt die richtige Tür gewählt? Ich glaube schon. Ja, wenn man einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad wählt... dann steigen auch die Fertigkeiten nicht so schnell. Und dementsprechend levelt man natürlich auch langsamer. Und ja, gut. Man muss ja auch nicht schneller leveln, weil die Gegner halt nicht so schwer sind. Macht ja auch Sinn. So. Oh. Dann benutzen wir mal eine Rolle. Mir gefällt das. Muss ich ehrlich sagen, dass man das auf diese Art und Weise lösen kann. Gefällt mir sehr gut. Gut, hier sind Feinde. Noch ein bisschen Stealth. Ist die Frage, gehe ich erst runter? Ne, ich bleibe erstmal auf der Ebene. Na gut, drauf geschissen. Okay, hier ist eh zu. Stahl- und Eisentür, Stahl- und Falle. Machen wir erstmal hier auf. Wow, super. Tiefe Erzpassage. Weil vielleicht ist das auch einfach nur ein alternativer Ausgang hier. Na gut, scheiß auf die Falle. Sieht aus wie Feuer. Aber das kann ich jetzt nicht wirklich richtig deuten.
The fuck? Hat es mir einen Debuff ge... Ja, es hat mir einen Debuff gegeben, dass ich mehr Zeug trage. Also, dass es mein Zeug schwerer ist. Wow. Wie viel habe ich denn noch für den Schriftrollen? 2. Ja, gut. Wow! Oh fuck, die sind ja ganz schön viel wert, aber für das Gewicht war das eine Verschwendung. Oha. Die ersten richtigen Dwemer-Gegner. Also von Dwemern gebauten Gegner. Hier sollte ich nicht runterfallen, weil das ist 100% tot. Und was ist das? Eisensalze. Ja gut. Den Wert, den es hat für das Gewicht. Ist jetzt die Frage, ob das klug ist, hier rumzulaufen, weil hier nichts ist. Und ich die Angst habe, dass hier irgendeine Falle ist, wo das Zeug einfach mal nach unten fällt. Allerdings glaube ich, dass das in Morrowind nicht so wirklich... Ja. Okay, da ging es jetzt schon woanders noch hin. Also ich glaube nicht, dass sie in Morrowind sowas Krasses eingebaut haben, dass du... Dass da Sachen unter dir wegbrechen. Da ist ein Ding. Hat er mich gesehen? Ja, hat er. Du bist auch langsam, du. Hier geht's noch irgendwo hin und ich höre noch so ein Ding. Oh Mann. Oh, fuck. Geister. Gut, dass ich eine magische Waffe habe, mehr oder weniger. Weil sonst würde ich denen, glaube ich, gar keinen Schaden machen. Ich kenne ja meine Geister. Zwergengeist. Und, naja, Ektoplasma. Bringt mir natürlich nicht viel. Kann ich hier rasten? Nice. Awesome! Noch ein Geist. Und wir sind wieder da, wo wir eben auch schon hätten hingehen können. Das sind wahrscheinlich dann Geister alter Dwemer. Weil die Dwemer waren ja Zwerge. Und, ja gut. Oh. In Fantasy-Spielen, wer, wenn nicht die Zwerge oder vielleicht noch Gnome, ist denn für so eine Ingenieurskunst schon bekannt? Dwemer Stahltisch. Oh. Nice. Also ich glaube, wenn ich erstmal alles verkaufe, da gehe ich mit krass viel Geld raus. So. Dwemerische Armchen rechts schwer. 31. Oh, geiler Scheiß. Aber ich bin überladen. Das ist ein Problem. Schmiede haben wir das Gesellen. Ich weiß auch, was wir machen. Wir reparieren erstmal eine Menge Zeug. Damit verlieren wir ein paar Hämmer und auch ein bisschen Gewicht. Obwohl ich erstmal hier die scheiß Zangen... Das muss... Na, wie ging das? Hier draufklicken. Ja, Mann. Reparatur Deluxe. Und? Boah, ich habe kein Gewicht verloren. Das ist natürlich ein Problem jetzt. Anweisung. Da muss ich wahrscheinlich... Ja gut, komm. Oh, ich habe immer noch... Kann ich hier irgendwelche... Dunkeltrank? Es würde reichen, wenn ich einen von den Dingern noch verbaseln kann für irgendeinen Scheiß. Aber, warum muss der auch 5 wiegen, der Scheißwürfel? Habe ich überhaupt einen neuen Questeintrag wegen den... Ich fand den... Findet, den zu... Jetzt werde ich dem... Wird er mir erzählen. Ich weiß gar nicht mehr, wo Antabolis überhaupt ist. Ich glaube, der war in der Kriegergilde, oder? Das ist die Frage. Nehme ich jetzt das Schild weg? Weil eigentlich... Oder soffel ich einfach mal ein paar dumme Tränke? Ja, komm, hier. So, einen Trank muss ich noch süffeln. Verfeinerter Morgenlufttrank. Na, verfeinert will ich jetzt nicht unbedingt saufen. Standard Morgenlufttrank. Kann ich jetzt wieder... Nein. Muss ich also doch noch... Feuerschild, Magiebann, Heiltrank gegen Krankheit, Trank des Auftriebs, Genesung,
Feuerresistenz. Habe ich vorhin Feuerresistenz geschluckt? Weil ich hatte doch mal mehr von denen. Dann trinke ich noch so einen billigen Genesungstrank und dann... Ich meine, es wird eh gleich daraus resultieren, dass ich noch was finde. Ha! Dachte ich mir. Gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen uncool. Ich könnte die Dinger wegschmeißen, weil sie echt nicht viel wert sind. Und ich ja jetzt Dwemer-Kram hab, der besser ist. Ich könnte da noch billige Dinger saufen. Muss ich mir zwar mal neue kaufen demnächst, wenn ich mal wieder in der Stadt bin und meinen ganzen Scheiß verkaufe. Aber also da, das Geld habe ich ja dann locker drin. Ich denke mal, wir sind dann auch zumindest hier durch und können dann in die Erzpassage gehen. Und ich schätze mal, es wird einfach nur ein alternativer Ausgang sein, so wie ich meine Dungeons in Elder Scrolls Spielen kenne. So. Oh nee, das ist was anderes hier. Nee, doch nicht. Lol. Orientierung und so. War das hier? Ja. War hier. Sehr, sehr gut. Tiefe Erzpassage. Hier geht ja noch jede Menge Scheiß ab. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich noch mehr looten werden kann. Mhm. Oha. Diamant. Und das bringt eigentlich auch ganz schön viel Geld für sein Gewicht. Aber 10 bzw. 20, wenn ich beide nehme, das kriege ich nicht mehr. Das kriege ich so nicht mehr weg. Da muss ich dann schon anderes Zeug wieder abgeben. Hier läuft doch noch irgendein Vieh rum. Das höre ich doch. Jawohl. Ich hoffe, es gibt für Dwemer Münzen auch einen Markt und für die ganzen Edelsteine. Aber sonst ist das natürlich auch alles umsonst. Ich weiß, dass da oben was ist, Mensch. Ich würde da gerne hin. Ich erkunde sehr gerne Sachen, ja. Vielleicht sollte ich irgendwann auch nochmal rasten. Oh. Trifft das Ding! Okay. Ich widme mich erstmal dem Geist. Nicht, dass mir hier noch irgendwie die Tränke ausgehen und die Höhle ist länger als gedacht. Komm! Gut. Weil sonst sterbe ich hier vielleicht noch. Na, ich will... Das ist auch ein bisschen mit dem Looten, wenn so Sachen übereinander liegen, so ein bisschen schlecht gemacht. Komm noch her! Aber auch schon viel besser getroffen, muss ich sagen. Oh, keine Ausdauer, Mensch.